Willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Im letzten Part wurden wir fertig mit der Wüstenwelt. Aber nicht nur die Welt ist fertig, sondern auch meine Nerven und meine Lebensanzeige erst recht. Wir haben nämlich ziemlich kassiert im letzten Part und nicht wirklich mit Skill geglänzt, aber zum Glück kann man sich hier nochmal ein wenig heilen und die Lebensanzahl zumindest auf 4 Honigwaben erhöhen. So, Bestleistung wird natürlich gespeichert, klar, sonst wäre ich auch aggro. Lasst uns am besten sofort das Overworld-Puzzleteil einstreichen, welches wir mit Hilfe des Hexenschalters hier haben erscheinen lassen. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass dieser Raum laggt. Ich weiß zwar nicht, warum es der Fall ist, aber es ist so und ich denke, ich brauche die Sprungplattform, um da ranzukommen. Ja, so ist es. Okay, Guys, dann geht's jetzt zurück zu Welt 5. Ich hoffe, ihr habt das nicht vergessen. Denn da haben wir ja noch ein Puzzleteil nicht geholt. Und ich überlege gerade, wo ist Welt 5? Oh, kannst du mir nicht aus dem Weg gehen, du Dudelsack? Ja, ich war da schon richtig, ne? Ja, doch, doch, ich war hier schon richtig. Mist. Ja, ich habe hier nicht so ganz den Überblick. Entschuldigung, Freunde. Naja, jedenfalls, wir konnten dieses Puzzleteil noch nicht holen. Das lag nicht daran, dass ich mich zu dullihaft angestellt habe. Nein, nein, das ging nicht. Wir brauchen die Fähigkeit aus Welt 6, oder den Move besser gesagt. Den mit den Turnschuhen. Ohne kommt man nicht an dieses Puzzleteil ran. Das war das einzige Mal, dass ich wegen Puzzleteilen mal, ja, im Internet nachgucken musste. Aber wie soll man da auch von alleine drauf kommen, dass man in dieser Welt nicht alle Puzzleteile bekommen kann. Finde ich auch ehrlich gesagt nicht gut gelöst. Aber ja, ist halt jetzt so, akzeptieren wir es und kümmern wir uns drum. Das letzte Puzzleteil bekommen wir auch, wie das 9. von Boggy. Ihr wisst schon, der Rabenvater. Er möchte erneut ein Rennen gegen Banjo und Kazooie machen, wobei er ja nicht wusste, dass er das erste Rennen gegen Banjo und Kazooie gemacht hat, denn da waren wir ja noch in der Form eines Walross-Babys, glaube ich, oder Robbe. Und jetzt möchte er gegen Banjo antreten, denn er hat ja einen schwächeren Gegner verlangt und er geht davon aus, dass Banjo nichts auf dem Kasten hat. Yo, Banjo, du siehst aus wie ein Lappen, ey. Ich habe dich zwar letztens abgewiesen, aber wenn du ohne Schlitten antrittst, dann kannst du trotzdem mitmachen, okay? Du kannst machen, was du willst, ja. Also ich kann dir jetzt nicht meinen Schlitten geben, weil ich bin ja selbst auch nicht so der Dünnste, aber ja, ich habe keinen Schlitten mehr da. Schau einfach, wie du zurechtkommst. Los geht's. Hauptsache, ich gewinne. Mein Ego wird angepasst. 3, 2, 1 und los. So, ohne diesen Turnschuh-Boost werden wir ihn nie einholen, das seht ihr. Eieiei, der ist richtig schnell. Aber ihr seht's auch hier wieder. Er kann sein Tempo nicht durchhalten. Ich mach's einfach genauso wie als Robbe. Heißt, wann immer es möglich ist, springen. Gerade bei den Passagen, wo man, ja, wo halt eine Steigung kommt. Da kann man nämlich gut, ach so, hier ist nach rechts. Da kann man nämlich gut aufholen. Ja, tolle Kamera. What the fuck? Habt ihr gesehen? Der hat mich übelst abgedrängt. Boggy, kann es sein, dass du betrügst oder so? Eieiei. Okay, das ist richtig schwierig. Viel schwieriger als das mit der Seerobbe. Ah, jetzt hätte ich springen sollen. Jetzt hätte ich springen sollen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geschafft! Boah. Also es war einmal richtig, richtig knapp. Da, wo er mich fast von der Stage... Smash Bros. Also von dem... Ihr wisst schon was. Gestoßen hätte. Dann wäre ich im Eiswasser gelandet. Und ich glaube, dann hätte ich ihn nie im Leben wieder eingeholt. Aber so hatte ich echt Glück, dass ich dann noch an der Kante hängen geblieben bin und das Rennen fortsetzen konnte. Du bist schon ein Betrüger, Boggy! Meine Güte. Aber wir haben ihn abgezockt und könnten das Puzzleteil einsammeln. Ja, könnten wir. Yeah! Damit ist auch Welt 5 komplett abgehakt. Du-du-dum. Und so schwierig, wie ich dachte, war es jetzt auch gar nicht. Nur der Mittelteil ist richtig hart. Am Anfang, ja, ging's. Und am Ende, wenn man schön viel springt, dann kann man eigentlich auch nicht mehr verlieren. Springen ist echt das A und O.
Das habe ich schon bei der Robbe gemerkt. Nur so kann man gegen ihn gewinnen. Oh, du doofer Schneemann, hör auf, mich abzuwerfen. Oh, hier ist noch was zum Heilen. Das nehmen wir doch. Das nehmen wir doch gleich mal an uns. Denn wir sind richtig beschädigt, verwundet. Und ich habe leider kein Medikit dabei. Wobei, eigentlich könnte Banjo doch solche Dinger in seinen Rucksack stecken. Naja, er denkt halt nicht mit. Hör endlich auf zu werfen! Meine Güte. Jetzt sollten wir uns auf die Suche nach Welt 7 begeben. Ich glaube, das ist der Friedhof. Also zumindest habe ich jetzt nichts anderes irgendwo gesehen. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wo der Puzzleschalter dafür ist. Und ich überlege auch, ob wir irgendein Overworld-Puzzleteil vergessen haben. Eigentlich ja, oder? Weil wir haben doch ein Puzzleteil geschenkt bekommen am Anfang des Spiels. Dann in Welt 1 gab es das zweite. Und eigentlich müssten wir doch jetzt auf 7 kommen, aber ich habe nur 6. Oder? Ja, 6 von 10. Hä? Oder habe ich in einer Welt den Hexenschalter vergessen und das nicht gemerkt? Wartet mal. Nee. Eigentlich nicht. Also ich stehe da jetzt echt auf dem Schlauch. Hier ist der Friedhof, ne? Naja, selbst wenn ich es verpasst habe, früher oder später werde ich es schon noch einsacken, keine Sorge. Aber ich glaube, ich habe da echt irgendwo was vergessen. Weil eigentlich müssten wir jetzt 7 haben. Oder bin ich blöd? Bin ich zu blöd zum Rechnen? Da ist der Puzzleschalter von Gobby's Valley. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. So. Was gab's? Oh, Vorsicht. Was gab's hier? Waren wir hier schon mal? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. WTF? Also da ist... Da ist eine kleine Höhle. Und Brentilda. An der Decke... Was? An ihrem Fenster steht ein Topf, in dem eine Gifthornenrose wächst. Brentildas Unterwäsche ist... Ah doch, doch, das weiß ich schon. Ja. Denn das Bild mit der Unterhose habe ich immer noch in meinem Kopf. Und das werde ich so schnell auch nicht vergessen. Kamera, könntest du bitte, bitte, bitte auf meiner Seite stehen? Denn diese Passage hier ist alles andere als leicht. Wir verstehen uns, oder? Gut. Puh, weil ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich da runterfalle. Ja, eine Lava-Welt wäre auch ziemlich geil. Aber wenn hier ein Friedhof ist, dann wird es eine Friedhofswelt sein. Eine Gruselwelt. Oder ist hier schon das Finale? Ich habe ja keine Ahnung. Eventuell ist der Puzzleschalter hier in der Nähe. Eigentlich müsste es ja sogar so sein. Ist immer so geil, wie die... Oh, Brentilda. Wie die Overworld-Musik anpassen. Die Hexe trägt einen Stinktierschwanz als Glücksbringer in ihrer Tasche. Na, wenn der Glück bringt, was bringt ihr dann Pech? Man sagt, dass sie abends im Bett mit einer Voodoo-Puppe knuddelt. Ja, wenn sie nur knuddelt, ist ja nicht so schlimm. Gruntildas Zauberbesen kann schneller fliegen als eine lahme Stubenfliege. Das heißt, er ist lahm, oder? Naja, egal. Also es scheint mir doch ein bisschen seltsam vorzukommen hier. Ich check das nicht. Das in der Mitte ist ja die Welt, oder? Ah, was ist denn da oben? Warte. Vielleicht ein Mumbo-Schädel. Nee, da komme ich nicht hoch. Schade. Ja doch, das ist definitiv die Welt. Aber wo jetzt da der Puzzleschalter ist, ich habe keine Ahnung. Hinter irgendeinem Grabstein, Rest in Peace, steht da natürlich drauf, klar. Oder hier, was ist das? Kann ich da irgendwie rein?
Doch. Dann muss er hier sein. Oder warte. Was zum Teufel? Ach, kannst du bitte sterben gehen? Danke. Ich möchte mal kurz da aufs Dach gucken. Nee, da ist auch nichts. Rote Federn. Warum sind hier rote Federn? Vielleicht ist hier irgendwo eine versteckte Flugplatte. Aber da komme ich auch nicht rein, wenn ich es richtig sehe. Oder? Nee. Wobei ich mich eigentlich locker reinrollen könnte. Das ist grafisch ein bisschen blöd gelöst. Ja, ich weiß es nicht. Ich muss mich jetzt hier weiter umschauen. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich glaube, ich bin hier auf der falschen Fährte. Deswegen schaue ich mich mal in den vorherigen Räumen um. Und da fällt mir gerade etwas ein. Und zwar gab es doch da oben die Turnschuhe. Nicht wahr? Ach, Moment mal. Stimmt, dieses Overworld-Puzzleteil haben wir nicht eingesammelt. Das ist das, was mir fehlt. Das von Welt 5. Richtig? Oder bin ich jetzt völlig verblödet? Warte. Genau, da ganz oben. Da kommen wir nur hin, wenn wir fliegen können. Und ich erinnere mich. Achso, ich kann jetzt keine Stampfattacke machen. Mist. Das ist doof. Denn dieser Schalter hier lässt eine Flugplatte erscheinen. Stimmt. Ich kann mich erinnern. Aber nach 12 Sekunden ist diese weg. Somit müssen wir uns ein wenig beeilen. Ich bin jetzt leider da an der Wand hängen geblieben, aber es sollte trotzdem klappen, oder? Ja, gerade noch so. Huiuiui. Und jetzt durch den Tunnel durch. Stimmt, ich habe das fünfte Overworld-Puzzleteil komplett vergessen gehabt. Wenn man es nicht sofort einsammeln konnte. Und dann gibt es da ja noch diesen vermaledeiten Schneemann. Den, glaube ich, sollte man auch töten. Kann gut sein, dass der einen Mumbo-Schädel bewacht. Naja, aber erstmal das Puzzleteil. Warte. Bloß keine Stampfattacke machen. Jetzt. Yes! Ich weiß jetzt zwar nach wie vor nicht, wo es weitergeht, aber zumindest habe ich das fehlende Overworld-Puzzleteil eingesammelt. Das ist doch schon mal was. Sieht cool aus mit dem Hintergrund, auch wenn es 2D ist. Krepier. Das gibt's doch nicht, dass ich das verkackt habe. Das gibt's doch gar nicht. Ich war doch direkt vor ihm. Also diese Attacke ist wirklich sehr schwer zu managen. Komm schon. Ich bin zu weit oben, oder? Wie kann das sein? Ah, leck mich am Arsch. Ja gut, ich habe ihn jetzt mit Mühe und Not gekillt. Allerdings hat das überhaupt nichts eingebracht. Trauriger Fakt. So, lasst uns mal überlegen, wo es weitergeht. Also wenn ich da schon drin war, dann muss ich da oben lang, oder? Da war doch nur eine Tür mit 350 Musiknoten. Richtig? Oder 450, was weiß ich. 450, okay. Ja, dann hier lang. Definitiv. Wenn jeder Schalter für die siebte Welt nicht ist, dann ist das Let's Play halt vorbei. Habe ich keine Ahnung. Nee, Spaß, es muss hier sein. Oh, Eiswasser. Oder, nee, das ist, doch. Es sah nach gefrorenem Wasser aus, also Eis, aber es ist Eiswasser. Oder normales Wasser, keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall kalt aus. Das ist klar. So, und ich kann jetzt ein paar Federn gebrauchen. Ich habe einige verballert für nischt und wieder nischt. Das kann nicht schaden, das aufzufüllen. Außerdem sollte ich mich sowieso überall umgucken, man weiß ja nie. Ja, ich weiß, ich brauche Luft. Gibt's hier noch irgendwas? Nein? Okay, dann tschüssi. Gehen wir mal durch diesen Unterwassertunnel hier. Oh oh, ist der böse?
tu mir nichts, bitte, nein, 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 nein. Hey. Auch hier wieder alles erkunden. Ich glaube, da ist etwas. Yes, endlich mal wieder ein Mumbo-Schädel, Mensch. Ich habe zwar keine Ahnung, wie viele es auf der Overworld gibt und wie viele wir aktuell haben. Na, Moment mal, wenn es 27 sind, dann könnten wir 7 auf der... Ach, ich weiß es nicht, aber ich denke, wir haben 7 auf der Overworld. Eventuell, ja. Mal schauen. Gibt's hier noch was? Ja gut, dem Fisch möchte ich jetzt nicht unbedingt Hallo sagen. Ich glaube, er ist mir nicht wohlgesonnen. Ist doch noch was, oder? Kann man da nicht irgendwie hoch? Ich kann mich leider jetzt auch nicht umgucken. Das geht während des Schwimmens nicht. Nee. Nee, 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 dann tauchen wir mal da durch. Aber ich glaube, in diesem Raum gibt es noch etwas zu holen. Vielleicht löst der Hexenschalter hier was aus. Warten wir es ab. Ab durch diesen glutroten Tunnel. Vielleicht kommt jetzt ja doch eine Lava-Welt. Das wäre klasse. Kazooie passt sehr gut zu den Wänden. Hier gibt's Eier. Sonst noch irgendwas? Nee. Oh, ich glaube, das ist ein Duplikat von dem vorherigen Raum. Nur jetzt mit roten Wänden. Kann das sein? Ach, nee, nicht ganz. Nicht ganz. Aber hey, hey, hey! Da ist was gewesen. Ein Puzzleschalter. Das könnte der für die nächste Welt sein. Und hier ist ein Mumbo-Schädel. Wir sind hier auf jeden Fall nicht falsch. Das ist gut zu wissen. Also hier. Seht ihr das? Da oben, dieses Tor. Leider komme ich da nicht hin. Es sei denn, es gibt hier irgendwo eine Flugplatte. Boah, jetzt muss ich mich aber erstmal hier hocharbeiten. Weil es wirklich nicht einfach ist. So, was ist das jetzt für eine Welt? Mad Monster Mansion. Das klingt auf jeden Fall nach einer Gruselwelt. Okay, dann müssen wir wohl zurück zum Friedhof. Oh je, oh je. Das wird ein besonderes Erlebnis. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf eine Gruselwelt. Muss es sein? Oh nein. Aber ich glaube, die Musik wird da sehr episch sein. Denn Grant Kirkhope hat Gruselmusik definitiv drauf. Das hat er nicht nur, ja, wir müssen nicht über ihn reden. Komm, er ist geil und fertig. Was ist das für ein komisches Ding? Ich weiß es nicht. Ich kann auf jeden Fall nichts dagegen ausrichten. Okay, dann werde ich jetzt zurückschwimmen, euch den Weg aber ersparen, weil ihr wisst ja, wie ich hierher gekommen bin. Und ihr wisst auch, wo der Friedhof ist, denn da waren wir vorhin. Wir sehen uns also gleich am Eingang der Welt. Und da wären wir auch schon. Vielleicht schneide ich es auch nicht, sondern spule es vor und hinterlege es mit Musik, sodass der Weg ersichtlich ist. Ich gehe zwar davon aus, dass es jeder weiß, aber ja, dann ist es halt vollständig. Mal gucken, wie ich mich entscheide. Auf jeden Fall legen wir heute schon los mit der nächsten Welt. Welt 7, Mad Monster Mansion. Oh mein Gott. Ich bin jetzt erstmal leise, weil ich will die Musik hören. Tolle Hintergrundgeräusche auf jeden Fall. Da kann man rein. Oh ja, also hier fällt einem auf jeden Fall auf, dass die Musik sich sehr der von Donkey Kong 64 ähnelt. Also ich höre da halt... Oh, was bist du für ein Viech? Scheiße. Ich höre da was aus, Creepy Castle, so hieß es doch, ne? Raus. Und aus dem Fungi Forest, also Welt 5. Naja, so ist es halt mit dem gleichen Komponist und, ja, er hat jetzt auch nie ein Geheimnis draus gemacht, dass man auf jeden Fall seine Musik wiedererkennt. Ganz klar. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll, wenn ich ehrlich sein soll. Okay, komisches Monster. Kann man da irgendwie rein? Dann fangen wir halt hier an. Ja, genau, da kann man rein. Okay. Ein
gruseliger Schuppen. Dieser ungebetene Gast hüpft bald als Spatz von Ast zu Ast. Ist das so, ja? Was ist das hier eigentlich für eine Scheiße? Guckt euch das mal an. Ich glaube, es kommt ein richtig krasser Okkultismus auf uns zu. Auf einem Pentagramm. Sei gegrüßt, Weltträger. Löse das magische Rätsel und das Puzzleteil gehört dir. Magisches Rätsel. K-B-A-N... Banjo-Kazooie. Da muss wieder einmal Banjo-Kazooie eingetragen werden, aber wie? Oh. Hi. Verdammt. Ach so. Ja, ist ja cool. Wir können uns magisch mit diesem Ding fortbewegen. Okay, aber ich habe wenig Zeit. Ja, B. Ja, ich habe schon völlig falsch begonnen. Oh mein Gott. Hä, wie geht das denn? Ach, muss ich mit dem Ding da drauf fahren oder was? Ach so. Ja gut, kann ich nochmal neu starten bitte? Das hat nämlich jetzt nicht so gut geklappt. Ja, wir müssen da tatsächlich so verfahren wie in diversen Horrorfilmen. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, ja. Ich glaube, das ist Okkultismus, einfach mit einem Pentagramm, aber das hat bestimmt auch noch einen Fachbegriff. Aber ich kenne den tatsächlich nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, wow, dass jeder weiß, was das hier ist. Und die Kamera ist auch wieder mega geil, weißt du? Ben. Wo ist das Monster? Ach, natürlich, natürlich. Wenn ich denke, er kommt nicht, weißt du? Mann. Ben, J war da hinten. Flix, das wird wieder nix. Banjo. Hier ist das O. Dann K war, glaube ich, da hinten. Kazooie, wo ist das A? Na, hau doch ab, du blödes Viech. K... Z habe ich auch keine Ahnung. Es müsste hier rechts irgendwo sein. Nein, ist es nicht. Da vorne. Das schaffen wir eh nicht. Die Zeit ist hier mega knapp bemessen. So als Blindzocker hast du keine Chance. Katzo. Oder? Ach, mir fehlen nur noch... Nein! Mir fehlen nur noch die zwei. Wieso zählt es nicht? Hä? Betrug. Es... Wieso... Warum? Bin ich jetzt tot? Nein, aber ich wurde aus dem Haus rausgeschmissen. Habe ich jetzt irgendwie was nicht geschnallt? Oder warum zum Teufel wurde das I nicht angenommen? Ich wurde getroffen, ja, ich weiß. Aber ich bin ja dann wieder zurück auf das Hauptfeld, sage ich jetzt mal, gegangen. Und dann... Und dann habe ich es nochmal gemacht. Also ich habe es nochmal berührt. Warum wurde es nicht angenommen? Das begreife ich nicht. Na schön. Sind wir heute mal spendabel mit der Zeit und machen es einfach noch einmal. Aber jetzt will ich es geschafft haben, klar. Logisch, wenn man weiß, was man hier machen muss, dann geht's schneller. Ja? Du weißt ja schon, dass da BA ist. Jetzt habe ich gerade das Z für ein N gehalten. Sorry. Ben, J ist da hinten. So, und dann einfach... Ja, was weiß ich, da zu dem O gehen. Banjo. Oh nein. Ja, die Hexen darf man nicht berühren, sonst kriegt man ein Leben abgezockt. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wenn die mir Zeit genommen hätten, wäre das schlimmer. Kazooie. Ja, jetzt kriegen wir es auf jeden Fall hin. Also... Das sollte in trockenen Tüchern sein. Katzo. Oh, ich... Okay, ich glaube, ich bin ein Dulli. Ich habe das zweite O nicht... Ja, okay, gut. Dann nehme ich alles von vorhin zurück. Ich nehme alles von vorhin zurück. Ich habe das zweite O vergessen. Mir fehlten nicht nur noch I und E. Und es wird übrigens doch nochmal knapp. Sondern ich habe das eine O nicht gehabt. Na gut, na gut. Dann ist das wirklich schwierig. Es ist vollbracht, das Puzzleteil sei dein. Ich bin erlöst. Und ich auch.